bedanke mich an alle Mitstreiter jetzt hier bei diesem schönen Abend. Bei Gemeinsam gegen Gewalt. Ja, aber ich habe jetzt das schöne Vergnügen, euch eine Sängerin, Songwriterin und Reporterin vorzustellen. Die Rede ist von einer ganz besonderen Frau, die es auch für Gegengewalt arrangiert, und zwar ist es Shane Sui. Im Hintergrund hört ihr gerade über Shane Sui zu erzählen. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist sie eine Sängerin, Songwriterin und auch Reporterin. Also eine Multikulti-Frau. Musik ist ihr Lebenselixier. Jawohl, ist es. Sie hat sich jetzt zwischenzeitlich mal eine kleine musikalische Pause gegönnt und startet aber jetzt durch als Sängerin und Songwriterin mit ihren eigenen Texten. Ja, vorher hat sie sich als Sängerin mit Coversongs Berühmtheit errungen oder so? Ja. In einem gebe ich Shane Sui voll und ganz recht. Musik ist nicht nur einfach Melodie und Text, nein, sondern auch Balsam für die Seele. Ja, hier nach Button zum Anklicken von unserer Shane Sui. Sie hat 2012 eine Single veröffentlicht, die nennt sich Verlorener Kampf. Dieser Song hat sie sich, oder hat sie, ihrer besten Freundin gewidmet, die leider verstorben ist. Und das Tolle daran ist, die gesamten Einnahmen von diesem Song kommen der Familie zugute. Muss ich doch noch was Spaßiges erzählen? Ja, ihre zwei Hunde, die Möpse, sind fast überall dabei. Ja, jetzt kommen wir zu dem zweiten Titel von unserer Shane Sui. Und zwar ist es der Titel Krieger. Wie gesagt, 2012 hat sie den Song Verlorener Kampf ausgekoppelt aus dem Album Erfahrungsmomente. Ja, sie arrangiert sich auch für Newcomers und bietet ihnen ihre Hilfe an. Ja, das macht sie auch. Also, das ist wirklich eine Multikulti-Frau. Schon gesagt hatte man, ihre Möppis sind überall dabei. Ja, wie ihr auf dem nächsten Bild auch sehen könnt, sogar am Mick. Ja, die wollen auch immer groß raus. Ja, ich glaube, die machen ihrem Frauchen demnächst auch was vor. Kann man die Leute einschätzen, und es gibt auch noch so kleine Tricks, so man kann von den Augen zum Beispiel ablesen, ob jemand lügt. Ob wir das durchgehen, weiß ich noch nicht. Ja, ihr Lieben, da hat doch jemand gerade eben gefragt, was im Geräusch im Hintergrund ist, einen der Zähne putzt. Nein, das sind die zwei Möppis von unserer Shane Sui, die überall dabei sind. Jawohl. Gezielt auf jede Person einzugehen. Aber jetzt kommt mal ein Schmankerl. Ein etwas älteres Stück. Da hieß sie noch nicht Shane Sui, nein. Da hat sie noch gecovert. Und zwar diesmal ein Cover. Ich bin aber so dann diese typisch garstigen Ableder, so, ne. Ja, den Titel, den kennt ihr garantiert. Der Titel heißt Nie wieder küssen. Also viel Spaß mit diesem Coversong. AT. Und dann geht's los. Alles klar. Ciao, eure Shane Sui. Ja, liebe Shane Sui. Die Zeit ist leider jetzt schon wieder fast
zum Ende. Es gibt noch so vieles zu erzählen oder zu erfahren von dir, aber leider reicht die Zeit heute nicht aus. Aber ich denke mal, dass wir irgendwann nochmal zusammen eine Sendung machen. Eventuell sogar live über Skype oder so. Ich sage mal ganz, ganz lieben Dank an dich für deine Unterstützung und dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich sage mal ganz, ganz liebes Dankeschön auch im Namen der Radioleitung an alle Künstler, die heute da mitgewirkt haben. Ich finde das oder fand das oder finde es immer noch eine Sau, eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, das war das letzte Lied von unserer Shane Sui. Aber ich schätze mal, dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Und zusammen schaffen wir das.